Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege denn? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst mir das mal erklären. Dieser Film erzählt eine Geschichte, die bereits viele Jahre zurückliegt, mich aber immer noch beschäftigt. Ich, Reinhold Beckmann, war damals Kameraassistent eines Teams, das 1983 für die ARD Udo Lindenberg bei seinem legendären Auftritt in Ost-Berlin begleitete. Heute finde ich mich auf Überwachungsfotos der Staatssicherheit wieder und muss entdecken, dass wir, im Westen Geborene, keine Ahnung hatten von dem gigantischen Aufwand, den Mielkes Männer damals betrieben. Ich erinnere mich an unzählige Udo-Fans, die lautstark vor dem Palast der Republik ausharrten. Als ich dann da rauskam, merkte ich nur eine Herzlichkeit. Also die haben mich fast zu Tode gedrückt, weißt du, die haben mich in den Arm genommen. Ja, ne, Udo ist endlich da. Staatsgewalt und FDJ-Ordner schaffen es nur mit Mühe, die Fans vom Sturm auf den Palast der Republik abzuhalten. Zutritt haben nur handverlesene, linientreue Gäste. Die eigentliche Geschichte dieses Auftritts ist bis heute nie erzählt worden. Sie spielte sich hinter den Kulissen der Öffentlichkeit ab. Dass da Leute verhaftet wurden, zeigt eigentlich von dieser enormen Angst, die Leute da haben, und zeigt eigentlich auch davon, dass was wir, also ich persönlich nicht, gesehen habe, was sich da draußen wirklich abgespielt hat. Es gab da rund um den Palast, soweit ich mich erinnern kann, so Metallabsperrgitter, die zum Teil gar nicht mehr den Boden berührten. An der einen Seite zogen die Fopos, an der anderen die Fans. Und es gab schon, ich würde sagen, tumultartige Szenen. Und die haben dann die Leute über die Gitter rübergezogen. Also ohne Rücksicht auf Verluste. Das war schon ziemlich heftig. Ja. Wenn man sich überlegt, dass man liest, dass da 50 Leute verhaftet werden. 50 ist ja nicht ganz wenig. Also 50 Verhaftete, die gibt es bei einem riesen Fußballspiel, wo es Ärger gibt zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 nicht. Man darf auch den Lindenberg-Besuch nicht losgelöst sehen von den deutsch-deutschen Beziehungen. Und wenn Udo Lindenberg die Illusion hatte, dass das losgelöst gesehen werden kann, dann war das eine schöne Illusion, aber leider unrealistisch. Die meisten SED-Funktionäre sehen in Udo Lindenberg ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko. Erst jetzt, viele Jahre später, ist es uns möglich, anhand von Unterlagen, Akten und Gesprächen mit damals Beteiligten die Geschichte dieses Auftritts zu rekonstruieren. Es ist ein Stück deutsch-deutsche Geschichte, mitten im Kalten Krieg. In einer Akte der Staatssicherheit der DDR aus dem Jahre 1976 findet sich folgender Vermerk. Die Prüfungen in der Künstleragentur in der DDR ergaben, dass Lindenberg ein mittelmäßiger Schlagersänger der BRD ist, an dem kein Interesse besteht. Und Lindenberg steht mit all dem, was er gesungen hat, mit dem Despektierlichen, mit dem Rotzigen, mit dem Frechen, mit dem Antiautoritären, steht er eigentlich für eine Haltung, die in der DDR unerwünscht war. Das war ein autoritärer Staat. Das war eine Diktatur. Udos Lieder dürfen in der DDR offiziell nicht gespielt werden. In den Funktionärskreisen registriert man jedoch genau, dass dieser mittelmäßige Schlagersänger aus dem Westen zunehmend Gehör unter den Jugendlichen im Osten findet. Ich war sowas schon wie ein Udo Lindenberg-Fan, habe seine Musik sehr intensiv gehört. Die hat mich berührt und interessiert. Und das war eine Zeit lang wirklich das, was ich am liebsten gehört habe. Ich würde so gerne bei euch mal singen,
meine Freunde in der DDR. Ich denke, das war auch immer ein Grund für die Parteileute sozusagen zu überlegen, nee, den können wir eigentlich nicht einladen, dann haben wir hier eine Revolution oder sowas, was weiß ich, was die sich gedacht haben. Bereits in den frühen 70ern schreibt Lindenberg ein Lied, in dem er zum ersten Mal das Thema DDR anspricht. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. Ich war das erste Mal 73 da unterwegs, ein bisschen rumgestreunt und so, da in den Straßen und so. Lindy und den Linden. Und dann treffe ich dieses Mädchen und es war super interessant und wir haben uns erzählt über unser Leben und so, ne? Ja? Es gab natürlich ein bisschen Flirterei, Schmuserei und dergleichen und so. Aber ich musste dann doch dann per Tagesschein, ich musste dann darüber und ich fand es so absurd, ich fand es so grotesk, ja? Doch plötzlich ist es schon 10 nach 11 und sie sagt, ey, du musst ja spätestens um 12 wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein. Das Faszinosum von Mädchen aus Ost-Berlin bestand meiner Meinung nach darin, dass eine alltägliche Geschichte zu einem Politikum wurde. Und dass dieses Politikum aber immer auch eine alltägliche Geschichte blieb. Mädchen aus Ost-Berlin, das war wirklich schwer. Also ich fand das ziemlich gut, dass er immer sagt, also man soll sich sozusagen mit den Sachen, die man so vorfindet, tagtäglich nicht zufrieden geben. Also das sagt, hat er damals natürlich für die Bundesrepublik gesagt und das haben wir auf die DDR bezogen, dass man einfach Sachen hinterfragt und Sachen kritisch sieht. Lindenberg ist schon damals, 1979, Chefsache. Eine kurze Notiz Kurt Hagers, des Chefideologen der DDR, zum Thema Lindenberg. Auftritt in der DDR kommt nicht in Frage. Das Problem Lindenbergs und der DDR bestand darin, dass man glaubte, in ihm jemanden zu haben, der auf der einen Seite sich nicht an Absprachen halten würde und auf der anderen Seite vertrauten sie ihrer Jugend nicht. Sie vertrauten einfach der Jugend nicht. Sie glaubten, da wird etwas aufgerührt, was in Anarchie, in Unruhe, in Aufstand endet. Doch Anfang der 80er Jahre verändert sich das politische Klima. Lindenberg engagiert sich zunehmend in der Friedensbewegung der Bundesrepublik und langsam beginnt sich der politische Wind auch in Ost-Berlin zu drehen. Hier registriert man ganz genau, dass Lindenberg sich nicht nur gegen die sowjetischen, sondern auch gegen die amerikanischen Atomraketen ausspricht. Das war von unserer Seite natürlich gesehen worden und erschien uns sehr interessant an seiner Biografie und relativierte manches von dem, was wir früher so über ihn dachten und gelesen hatten. Die Angst vor einer nuklearen Katastrophe treibt in Westdeutschland die Menschen auf die Straßen. Beide Supermächte horten ein nahezu unüberschaubares Waffenarsenal. Schon ein Bruchteil davon würde genügen, die Erde zu zerstören. In der Bundesrepublik demonstrieren Hunderttausende gegen die geplante Stationierung von Atomraketen, den russischen SS-20 in der DDR auf der einen und der amerikanischen Cruise Missiles und Pershing 2 in der Bundesrepublik auf der anderen Seite. Mitten in dieser bewegten Zeit entsteht die Idee, Lindenberg als Friedensboten den misstrauischen Genossen im Osten schmackhaft zu machen. Man musste, und das war unter anderem meine Aufgabe, denen klar machen, dass da jemand auftritt, der gemeinsame Ziele mit ihnen, der DDR, also auch ihrem Staatsratsvorsitzenden, verfolgt. Verfolgt insofern, als es dann, und zu dem Zeitpunkt wurde es ja dann auch möglich, die Friedensbewegung gab. Und dass dieser ein Sänger war, der eigentlich sehr gut in das politische Programm der DDR gepasst hätte. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt.
Lindenbergs Lied »Wozu sind Kriege da?« Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Lied auch die Funktionäre im Osten gerührt hat. Mittlerweile zeigt man sich hier in Sachen Lindenberg etwas lockerer. Ein Interview erscheint in der FDJ-Zeitung Junge Welt. Sogar eine Langspielplatte mit Udo-Liedern darf jetzt erscheinen. Doch ein Auftritt ist für die meisten Genossen noch immer undenkbar. Lindenberg will unbedingt eine Tournee durch die DDR. Mit seinem Sonderzug nach Pankow richtet er sich Anfang 1983 deshalb in typischer Udo-Manier direkt an den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das Spiel mit einer Band. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Als er mir damals den Text vorgelegt hat oder die Anfangszeilen von den Texten, dass ich ihm gesagt habe, kannst du nicht machen. Also wenn du da jemals spielen willst, dann darfst du den Song nicht machen. Klar kriegen wir das so hin zu spielen, aber jetzt kannst du sicher sein, dass wir die DDR-Tournee völlig vergessen werden. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR und stündlich werden es mehr. Die Spitzel der Staatssicherheit sind alarmiert. Sie berichten von starkem Interesse Jugendlicher für den Text eines Liedes, welches herabwürdigende Aussagen gegenüber dem Genossen Erich Honecker enthält. Diffamierung des Generalsekretärs und Hetze gegen die DDR? Da verstehen die Genossen keinen Spaß. Das Lied kommt auf den Index. Im Grunde hat die SED ja angepasste, brave Typen gewollt. Die sollten dann trotzdem engagiert sein und Initiative entwickeln, aber irgendwann ging das nicht mehr. Und das war einer der Gründe, warum das ganze Experiment dann schiefgelaufen ist, glaube ich, in der DDR. Aber das ist es. Das ist der Kern. Dass Lindenberg dann trotz dieses Liedes nur ein halbes Jahr später sogar im Palast der Republik spielen darf, hält zu diesem Zeitpunkt niemand für möglich. Es ist das Ergebnis taktischer Schachzüge und politischer Abwägung und das Resultat beharrlichen Verhandelns einiger weniger Beteiligter. Lindenbergs kulturpolitischer Strippenzieher in diesen Tagen ist Michel Geismayer. Als Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins ist Geismayer auch im Osten bestens verdrahtet. Michael Geismayer war der ganz entscheidende Mann. Die Entwicklung des Ganzen hat er gesteuert, weil ich hätte gar keine Ahnung. Meine Rolle war, meine politischen Erfahrungen, die ich in zweijähriger Arbeit für Willy Brandt gewonnen hatte, in diese Geschichte mit einzubringen und dieses Lindenberg-Projekt wie ein anderes politisches Projekt im Austausch voranzutreiben. Udo als Friedensengel in Ost-Berlin, das ist Mitte 1983 die Idee der Stunde. Und tatsächlich stößt Michel Geismayer damit bei einigen Funktionären auf offene Ohren. Ja, in diesem Jahr 83 war unser Hauptziel, alle mitzunehmen, von denen wir meinten, sie könnten dazu beitragen, dass keine weiteren Raketen auf deutschem Boden stationiert werden. Das hat alles andere sozusagen überschattet. Eines Tages ließ mich Egon Krenz, damals mein oberster Chef, zu sich rufen und sagte mir, es gibt Überlegungen, sich mit Udo Lindenberg anzufreunden. Und ich dachte zunächst, ich höre nicht richtig, weil Udo Lindenberg war ja zu der Zeit praktisch eine Unperson. Doch allen Strippenziehern in West und Ost ist bewusst, nach dem Sonderzug nach Pankow kann nur einer die endgültige Entscheidung treffen. Der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker. Im August 1983 tüftelt Michel Geismayer im Westberliner Hotel Interconti an einem Brief an Erich Honecker.
Das war meine Idee, ja. Man musste sich ja an Honecker wenden. Und da niemand anders als Honecker diese Frage entscheiden konnte, war der direkte Weg einer Kontaktaufnahme zu ihm ein Brief. Dabei hat er mir geholfen. Ich hatte geschrieben, ey, Orni, keine Panik, alles klar, ne? Und das ging, nee, sagt er, musste schreiben, also Staatsratsvorsitzender und so, ne, ja. Und ein bisschen so die Unnörs und ein bisschen tralala und so, ne. Der Brief ist heikel. Geismeier muss den richtigen Tonfall treffen und die Worte gut ausbalancieren. Es sollte keine Provokation sein und es sollte auf der anderen Seite aber auch keine Anbiederei sein. An der Schreibmaschine sitzt Christina Eriksson, Geismeiers damalige schwedische Freundin. Es gab keinen Computer. Für jedes Komma musste man erstmal mit Tippex, aber man kann einen Brief, so einen wichtigen Brief, nicht mit vielen Tippex-Überstreichungen weitergeben. Also es musste, ich weiß nicht mal, zigmal geschrieben worden. Ja, und einmal nur falsch tippen, dann war der Brief normal zu tippen. Also tagelang, sage ich Ihnen. Geismeier weiß zu diesem Zeitpunkt bereits, dass 3 Monate später in Ost-Berlin ein FDJ-Friedenskonzert stattfinden wird. Er wittert eine wirkliche Chance, hier einen Lindenberg-Auftritt platzieren zu können. Ich möchte im Palast der Republik oder beim Festival des politischen Liedes wie andere Rocksänger auftreten. Im Rahmen einer Solidaritätsveranstaltung würde ich selbstverständlich auf ein Honorar verzichten. Herzlichst, Ihr Udo Lindenberg. Nach irgendeiner Sitzung Anfang September rief mich Honecker zu sich und sagt, du hör mal, ich habe hier einen Brief von dem Lindenberg bekommen. Sag mal, wer ist denn dieser Lindenberg? Er kannte ihn natürlich, er wusste, wer er ist, bloß er wollte von mir eben wissen, wer Lindenberg ist, und mir fiel weiter nichts ein, als ich sagte dann zu ihm, naja, das ist der mit dir den leckeren Cognac trinken will. Aha, sagt er, ach, der mich Honny nennt. Ja, also damit war mir klar, das, was ihm immer unterstellt worden ist, dass er gegen dieses Lied irgendetwas haben könnte oder dass er sozusagen eingeschnappt gewesen wäre, weil Lindenberg dieses Lied gesungen hat, das konnte ich nicht erkennen. Dass sich nun mit dem Auftritt eines Popmusikers ein Staatsratsvorsitzender beschäftigte, das hatte natürlich zugleich auch etwas Lächerliches. Und dann hat er mir aber freie Hand gelassen, hat er gesagt, hier hast du einen Brief, guck dir den an und überlegt, was er machen kann. Im FDJ-Zentralrat beginnt ein heftiges Ringen um die richtige Strategie. In einem Entwurf an die Genossen heißt es an einer später korrigierten Stelle: Niemand hat das Recht, durch unnötiges Gequatsche unbewusst dazu beizutragen, dass wir selbst die Sache zu einer Udo-Lindenberg-Veranstaltung hochstilisieren. Ein Pokerspiel beginnt. Krenz will sich auf dem FDJ-Konzert auch mit dem amerikanischen Sänger und Friedensaktivisten Harry Belafonte schmücken. Lindenberg besteht im Gegenzug auf einer Tournee durch die DDR. Es gibt zu dieser Zeit nur einen Mann, der das organisieren kann. Fritz Rau. Fritz Rau ist praktisch der Ziehvater von Udo. Weil das war sein Manager und sein Tourneeleiter und alles. Also Fritz war die Seele von Zianze. Und Fritz hatte das auch natürlich alles mit organisiert und in die Wege geleitet, mit Verhandlungen mit Fritz und der Künstleragentur der DDR zu führen. Das war für mich auch ein Erlebnis, weil sowas hatte ich noch nicht erlebt. Da sitzt Fritz Rau und erzählt erstmal Geschichten aus seiner Familie, von seinen Kindern und seiner Frau, um dann mit einem Nebensatz mal kurz zu sagen, so, und was wir da besprochen haben, das kommt dann auch so im Vertrag, ne? Das war wirklich unglaublich da, was macht der, ja? Und der hat sie wirklich alle um den Finger gewickelt mit seiner charmanten Art. Plötzlich war es eine höchststaatliche Sache und man hat mich gebeten, den Harry Belafonte, den ich ja in Westdeutschland präsentiert habe, zu einem sogenannten Friedenskonzert in den Palast der Republik zu bringen. Ja, Fritz Rau war Manager. Der, sagen wir mal, der hat nicht lange philosophiert. Der hat Nägel mit Köpfen gemacht, wie man so sagt.
Und einmal ist er, glaube ich, von der FAZ sogar angegriffen worden. Da hat er gesagt, also den Krenz, den könnte ich mir vorstellen, sogar als Präsident von Fußballclub Frankfurt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der hieß. Und da hat dann die FAZ geschrieben, muss ja schlimm stehen um den Fußballclub. Also Rau war ein Manager, den hat die Ideologie nicht interessiert. Den Kontakt zu Lindenberg hält DDR-Unterhändler Reinhard Heinemann. Der SED-Funktionär und der Panikrocker finden schnell einen Draht zueinander. Heinemann, selbst Udo-Fan, setzt sich von Anfang an vehement für eine Lindenberg-Tournee durch die DDR ein. Also für mich war Udo Lindenberg ja fast ein Freund geworden. Ich fand ihn immer sehr ehrlich, sehr offen. Er hat immer gesagt, was er denkt, auch wo so seine Grenzen sind. Und er war auch so, er war einfach mal unkomplizierter Rocker. Ich wusste immer, woran ich bin. Und er, denke ich mal, wusste auch, wo so meine Grenzen sind, was meine Rolle ist. Bei mehreren inoffiziellen Treffen fährt Heinemann Udo Lindenberg durch Ost-Berlin. Sie fahren in Heinemanns privatem Auto, nur die Stadtsicherheit weiß Bescheid. Die Öffentlichkeit bekommt davon nichts mit. War natürlich lustig, so im Auto, ich erinnere mich, ich habe ihn gefahren und er saß neben mir mit seinem Hut und an einer Ampel stand nebenan, stand ein Auto, da waren ein paar Mädchen drin und einer hat auf einmal entdeckt, Udo, da sind die also bald ausgerastet, ja, und dann war natürlich dann auf einmal grün und dann war das vorbei, aber das war, wenn Udo aufgetaucht ist in Berlin, also das war eine Sensation, ja, in Ost-Berlin. Ja, den habe ich auch mal besucht, Prenzlauer Berg. Und das war auch so ganz, ja, doch auch so freundschaftlich. Und er gab mir auch so ein paar Hinweise, ne, ja. Bei uns in der DDR ist es so und so. Weil mir war das doch alles sehr fremd, sehr fremd. Und ich kannte ja praktisch nichts. Tatsächlich erhält Lindenberg die lang ersehnte schriftliche Zusicherung für das Konzert im Palast der Republik. Zu einer Tournee heißt es ausdrücklich: Außerdem möchten wir unsere Einladung zu weiteren Konzerten mit deiner Band im Jahre 1984 bestätigen. Gezeichnet Reinhard Heinemann. Es ging dann, als die FDJ sagte, wir laden ihn ein, weil er eben auch ein politischer Mensch ist, zu diesem NATO-Doppelschlusskonzert, Rock für den Frieden. Da haben sie dann die Tür aufgemacht, haben gesagt, Udo, wenn du dazu kommst, wenn du da hinkommst, dann können wir auch garantieren, dass du später auch eine Tournee machen kannst. Das war der Deal. Und darauf hat sich Udo natürlich eingelassen, weil das war die Eintrittskarte in die DDR. Erich Mielke hat mich mal Mitte September 1983 gefragt, ob es denn stimme, dass Lindenberg auftritt bei uns. Das heißt, diese Veranstaltung wurde durchgeführt nach Beschlussfassung im Zentralrat der FDJ und wird auch damit widerlegt, dass das ganze Leben in der DDR nun nur ein Leben wäre mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Das ist absolut falsch gedacht. Der Tag des Auftritts in Ost-Berlin, der 25. Oktober 1983. Ich war nervös, schon extrem nervös. Ich wusste, die ganze Nation, alles guckt, alles wartet, wie er das macht, was er erzählt und so, ne? Von diesem Augenblick an bin ich als Kameraassistent an der Seite von Udo Lindenberg und erlebe die Ereignisse des Tages hautnah mit. Ein historischer Tag. 8 Jahre hat es gedauert. Und nun sind wir soweit. Viele Leute freuen sich. Ob männlich, ob weiblich. Sie freuen sich unbeschreiblich. Das Tagesprotokoll der Hauptabteilung 20 der Stadtsicherheit der DDR vermerkt unter Punkt 1. 8 Uhr. Die Lagegruppe hat den Dienst übernommen. Insgesamt 1615 Mitarbeiter der Stadtsicherheit wachen von nun an über den Ablauf der Veranstaltung. Lindenberg steht unter großem öffentlichen Druck. Vor allem von den Westmedien wird sein Auftritt auf der FDJ-Veranstaltung argwöhnisch beobachtet. Also es gibt auch Befürchtungen diverser Journalisten auch. Ich will mich da von Karren spannen lassen oder so, mich da politisch missbrauchen lassen.
für eine einseitige Darstellung. Das mache ich allerdings nicht, weil Lindy lässt sich nicht kastrieren. Ich werde da ganz, ganz total locker und offen nach Rat des Hauses meine Meinung sagen. Udo war, wie so oft in solchen Situationen, cool. Also ich kann das, was manche von ihm sagen. Udo strahlte in Augenblicken, wo sich Situationen zuspitzten und wo ich oft wie ein nervöses Hemd reagiert habe, nahm seine Gelassenheit auf eine fast provozierende Art und Weise zu. Er war dann völlig ruhig, mal langsam, ruhig, überlegt. Ich freue mich sehr, dass es nun losgeht nach 8 Jahren. Heute der Auftakt zur großen DDR-Tournee, primäre Städte der DDR nächstes Jahr. Heute ein kurzer Auftritt und im Moment ist es sehr wichtig, dass überall für den Frieden demonstriert und gesungen wird. Den Sonderzug werde ich nicht singen, weil der Text nicht aktuell ist. Denn da habe ich ja nun gefragt, bist du wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Nun lässt er mich ja singen, dann kann ich den Text ja so nicht bringen. Ne? Für die Stadtsicherheit der DDR bedeutet dieser Tag Ausnahmezustand. Lindenberg überquert die Grenze. Von nun an wird jeder Schritt von Mielkes Männern akribisch dokumentiert. Normalerweise fahren wir alle mit dem Bus. In diesem Fall waren es 2 PKWs. Udo, glaube ich, in so einem hellen BMW oder sowas, wenn ich mich ganz richtig erinnere. Und wir, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Auto das war. Auf jeden Fall war das schon komisch, dass das so, ich nenne es so halb Mogelpackung mäßig, wurden wir da irgendwie eingeschleust. Und ich kriegte damals auch noch wirklich Düse, weil ich hatte was zu rauchen dabei, weil ich hatte mir schon vorher vorgenommen, ich wollte gerne der Erste sein, der mir bekannt war, dass der im Palast der Republik einen Joint geraucht hat. Was ich dann auch später bei uns in der Droge gemacht habe. Fast 20 Minuten wird das Auto an der Grenze von den Zöllnern aufgehalten. Dann wird Lindenberg auf östlicher Seite auffällig stürmisch von einer Frau begrüßt, von der ich bis heute nicht weiß, ob sie ein echter oder ein bestellter Udo Lindenberg-Fan war. Hallo, Freunde. Guten Morgen. Moin. Hallöchen. Das Tagesprotokoll der Stadtsicherheit vermerkt unter Punkt 10. Meldung über Funk, dass Udo Lindenberg über Grenzübergangsstelle Invalidenstraße eingereist ist. Sie haben den Chef der DDR mal Oberindianer genannt. Wie haben Sie denn das mit ihm ausgeräumt? Ich habe mit Honecker selbst bisher nicht gesprochen. Das wird vielleicht heute im Laufe des Tages geschehen oder in naher Zukunft. Aber mit vielen anderen höchsten Funktionären. Und die Irritation, die es gegeben hat wegen Oberindianer. Ich meine, man hat jetzt begriffen, dass dieses Lied überaus charmant gemeint gewesen ist. Und als Einladung von sich selbst, von Udo Lindenberg. Als eine freundliche Offerte, ich würde mal sagen, von Mensch zu Mensch. Udo ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die unvorhergesehene Verzögerung an der Grenze wohl kalkuliert war. Ich denke mal, es hängt damit zusammen, dass Egon Krenz in Schönefeld zunächst Harry Belafonte begrüßen wollte. Und dann, nachdem die beiden sich so ein bisschen näher gekommen sind, dass dann Udo dazukommen sollte. Und dass das nicht umgekehrt passieren sollte, dass sich erst Harry Belafonte und Udo Lindenberg herzen und begrüßen und Egon Krenz steht so ein bisschen daneben. Das höre ich jetzt das erste Mal, das hat er mir damals auch nicht gesagt, dass er irgendwie an der Grenze aufgehalten worden ist. Und außerdem war das ohnehin aus meiner Sicht nie geplant, dass ich zusammen mit Udo Lindenberg Harry Belafonte abhole. Also das war immer so geplant, dass ich zum Flugplatz fahre, um Harry Belafonte abzuholen. Also das höre ich jetzt das erste Mal. Egon Krenz war sicher an diesem Bild allein mit Harry Belafonte sehr gelegen. Das war ja nun auch ein Weltstar. Und wenn man mit einem Weltstar zusammen dasteht, zumindest noch mit einem farbigen, dann war das für das Image eines Vorsitzenden des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend natürlich außerordentlich gut.
Und da Harry Belafonte auch ein Liebling der Frauen war, kam auch dies sicher Egon Krenz zugute. Mit halbstündiger Verspätung trifft Udo Lindenberg in Schönefeld auf Egon Krenz und den amerikanischen Weltstar Harry Belafonte. Ein kurzer Smalltalk, dann macht sich Udo auf den Weg zum Soundcheck in den Palast der Republik. Wir sind Rocker, wir sind Rocker. Ich war mit den Musikern im Palast der Republik. Die wollten natürlich auch ein bisschen sehen, was da los ist. Palast der Republik konnten wir dann ein bisschen, habe ich ein bisschen gezeigt, wie der aussieht, was da alles möglich war. Kegelbahn, Ausstellung, Café und was da alles war. Und so haben wir den Tag auch rumgekriegt. Das war eine große Aufregung für alle Seiten. Ja, das war so. Wir hatten so eine Garderobe, die ja sogar abgehört wurde, was wir hinterher wussten. Das hat man aber hinterher erst erfahren. Deswegen sind wir da ziemlich blauäugig reingegangen. Es gab aber, glaube ich, keine Videoüberwachung. Sonst müsste man das, könnte man das bestimmt irgendwie sehen. Das würde ich heute ganz gerne sehen. Unterdessen wird der Palast der Republik für den öffentlichen Besucherverkehr gesperrt. Wer jetzt hinein will, braucht einen Sonderausweis oder ist Teil des Sicherheitsapparates. Es kommt zu einem ersten längeren Gespräch zwischen Egon Krenz und Udo Lindenberg. Wir vom ARD-Team müssen mit unserer Kamera draußen bleiben. Doch Michel Geismeier sorgt dafür, dass seine Freundin Christina Eriksson die Situation mit ihrem Fotoapparat für die Nachwelt festhält. Und dann war das selbstverständlich, dass ich mitgehe, weil es ja eine Situation, die geheim war, man konnte, aber wichtig, die Fotos hinterher zu haben, das war selbstverständlich, dass ich mitgehe. Obwohl, ich glaube, im Osten war das nicht so gern gesehen, dass ein Fotograf die ganze Zeit dabei war. Das Tagesprotokoll der Stadtsicherheit, Punkt 34. 14.50 Uhr. Stützpunkt der Hauptabteilung 20, Palast der Republik. Genosse Krenz und Lindenberg haben sich ins Lindenrestaurant begeben. Ja, ich bin Udo Lindenberg das erste Mal, ich glaube, das war am 25. Oktober 1983 begegnet. Für Krenz und Lindenberg ist dies ein besonderer Augenblick. Man stößt mit Buttermilch an, tauscht Höflichkeitsfloskeln und Schallplatten aus. Lindenberg glaubt zu dieser Zeit fest an die ihm zugesagte DDR-Tournee. Also ich hatte den Eindruck, dass die beiden, Egon Krenz und Udo Lindenberg, ganz gut miteinander auskamen. Ich meine, es war Smalltalk. Es ging um die Veranstaltung, es war Smalltalk. Aber so fröhlich und ohne, dass da irgendwelche Probleme sichtbar waren. Und auch wenn Udo immer wieder angesprochen hat mit der Tournee, das wurde also alles bestätigt und man hat also der weiteren Zusammenarbeit mit großer Freude und Erwartung entgegengesehen. Das Management von Udo Lindenberg hatte uns damals geraten, nicht mit Alkohol anzustoßen, sondern mit Buttermilch. Aus welchen Gründen auch immer. Das haben wir gemacht. Das war keine Lächerlichkeit, das war einfach so, wie es gewünscht worden war. Ich glaube auch, dass das eine Zeit war, in der Udo Lindenberg allen Drinks und allen Joints aus dem Wege ging. Wir hatten eine große Zeit der Trockenheit, wenn man so sagen darf. Wir haben über 5 Jahre lang nichts anderes als Tee getrunken und überhaupt keinerlei Alkohol. Und ich glaube, dass das mit eine Voraussetzung war, um diese Geschichte überhaupt über die Bühne zu bringen. Kurz darauf passiert genau das, was die Stadtsicherheit mit aller Macht verhindern will. Udo entschlüpft seinen Aufpassern und trifft vor dem Palast der Republik auf seine draußen wartenden Fans. Es ist der Augenblick, in dem Lindenberg seinen Fans an diesem Tag am nächsten ist. Es ist wichtig, dass wir über alle Grenzen hinweg und in allen Ländern singen und demonstrieren und fordern. Weg mit all den Raketenstrahlen. Kamikaze-Rüstung. Ja, wir wollen nicht eine Rakete sehen, nicht in der Luft und nicht in der
Ja, und dann wurde ich da auf die Schultern genommen von so einem Kumpel da. Und dann habe ich denen den dicken Vertrag gezeigt, Leute, es geht los. Und ich war hoch erfreut, weil ich war davon überzeugt, jetzt haben wir diese harte Nuss geknackt und so. Und jetzt können wir das machen mit der Tournee, ne? Ja? In Windeseile spricht sich die Nachricht von Udos Erscheinen herum. Immer mehr Fans strömen herbei. Plötzlich stehen auch wir mit unserem Kamerateam mitten im Fanpulk. Kurzzeitig droht die Situation zu kippen. Das war eine richtig beängstigende und unverständliche Situation. Wir hatten gedacht, dieses ganze Gelände ist abgesperrt. Aber die Leute hatten ihren Weg auf diesen Parkplatz gefunden, wie auch immer. Und nun wurde natürlich Udo erst einmal von der Menge, die er immer mobilisierte, eingeholt. Und das hat auch ihn für einen Augenblick sehr beklommen gemacht. Während sich Udo auf dem Weg zur Pressekonferenz macht, warten seine Musiker in einer Garderobe im Palast der Republik. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mir meinen eigenen Protest, ich baue mir jetzt einen Joint. Das hatte ich völlig vergessen, aber ich erinnere mich jetzt wieder dran, dass er das auch gemacht hat. Und er war unheimlich stolz drauf, dass er da einen Joint rauchen konnte in der DDR. Vielleicht war ich gar nicht der Erste. Vielleicht war ich auch nicht der Letzte. Wer weiß es, was die Jungs heimlich machen. Jedenfalls, ich kam mir sehr revolutionmäßig vor. Und das war so eine ganz bekloppte Form von Protest von mir persönlich. Ich baue mir hier einen Joint und rauche den im Palast der Republik. In der Höhle des Löwen oder so. Wir bleiben mit unserer Kamera vor dem Palast der Republik. Kurzzeitig beruhigt sich die Situation. Ich kann mich an diesen Nachmittag bis heute genau erinnern. Die Lindenberg-Fans bauten sich bereitwillig vor unserer Kamera auf. Politische Losungen aber waren nirgends zu sehen. Doch mit Anbruch der Dunkelheit ist es mit der Ruhe vorbei. Das Tagesprotokoll der Stadtsicherheit vermerkt unter Punkt 72. 18.55 Uhr. Ansammlung von Personen, die in Sprechchören nach Udo Lindenberg rufen. Je näher der Veranstaltungsbeginn rückt, desto nervöser werden die Sicherheitskräfte. In der Nähe des Palastes waren schon eine Menge Polizeikräfte. Ich habe da auch LKWs und Polizeiwagen gesehen, eine ganze Menge. Und direkt am Palast waren halt sehr, sehr viele Polizisten einfach aufgestellt. Von den Zivis reden wir mal gar nicht, die da bestimmt auch reihenweise rumrannten. Die Gäste aus dem Westen beobachten das Geschehen unterdessen vom Fenster des Palastes der Republik aus. Also da hatte ich wirklich ein tolles Erlebnis. Das war dann schon abends dunkel, es wurde so dämmerig, das war ja schon um 5, 6 im Oktober. Udo kam in seine Garderobe, machte das Licht an und hatte vor seinem Fenster so Lamellenjalousie irgendwas. Durch diese Lamellen konnte man runter auf den Platz gucken und sah da die Massen von Menschen, die da aufgelaufen waren und Polizeikordons davor. Und kaum war Udo in seiner Garderobe, ging da unten das Geschrei los. Weil die erkannten natürlich die Silhouette mit dem Hut. Und dann ging es los. Udo, komm runter, hier sind deine Fans. Und da ging es richtig ab. Wir wollen rein! Wir wollen rein! Ich habe erstmal das Licht hinter ihm wieder ausgemacht, weil ich dachte, die drückten auf einmal alle an den Palast dran. Man sah das richtig, diese Massenbewegung, die sich dann Richtung Palast drückte. Und die Polizei, also die da standen, die hatten richtig Probleme, die abzuhalten. Also Licht wieder aus. Da war der Schatten weg. Aber Udo war noch da. Ich stand dann hinten im Gang. Mit offener Garderobentür stand ich im Gang davor mit Fritz Rau und wir guckten beide raus an Udo vorbei. Udo ging zum Fenster, kniete sich da drauf auf die Fensterbank und guckte runter. Und ganz ruhig. Neben ihm, links und rechts, waren seine Band, die mit rausguckten. Keiner sagte was. Das war wirklich eine tolle Situation. Es war ganz still und alle hörten nur, was da draußen geschrien wurde und wie die riefen da draußen. Und dann kommt Harry Belafonte den Gang lang, guckt kurz rein im Vorbeigehen, bleibt stehen, geht zurück. Geht wieder rein, stellt sich neben Udo, legt ihm den Arm um die Schulter und sagt, you made it.
Großartig. Kein Wort mehr. Es wurde nichts weiter gesprochen. Harry hat ihm den ganzen Platz überlassen, obwohl er eigentlich Stargast des Abends war. War toll. Also, das fand ich ganz große Geste. Während die Udo-Fans zunehmend mit Volkspolizei und Sicherheitskräften aneinander geraten, beginnt im großen Saal des Palastes die Friedensshow der FDJ. Wir sind hier, um zu bekunden. Wir wollen leben und nicht in einem vom USA-Imperialismus angezettelten Atomkrieg untergehen. Wir wollen Frieden, Frieden und nochmals Frieden. Egon Krenz gibt die ideologische Marschrichtung vor. Er prangert ausschließlich die westlichen Atomraketen an und erhält dafür reichlich Beifall. Es ist durch und durch eine Propagandaveranstaltung. Kein Wort dazu, dass zur gleichen Zeit die eigenen, zumeist kirchlichen, oppositionellen Friedensaktivitäten brutal unterdrückt werden. Wir waren dann natürlich etwas enttäuscht, als wir in den Palast der Republik kamen und es saßen fast ausschließlich Blauhemden im Publikum, also FDJ. Und da haben wir gemerkt, dass die meisten, die das hören wollen, eigentlich draußen stehen, vor dem Palast der Republik. Und man hat schon damit gerechnet, dass man vielleicht verhaftet wird, aber ich habe es jetzt nicht unbedingt provoziert. Also Fotoapparat habe ich nicht mitgenommen, weil ich dachte, wenn du das Ding in der Hand hast, wirst du gleich mitgenommen und dann hast du vielleicht gar keine Möglichkeit mehr, Udo vielleicht doch nochmal zu sehen. Das war mir eigentlich wichtiger, als dann irgendwie da vielleicht unbedingt eine Bekanntschaft mit der Stasi zu machen. Heute findet sich in den Unterlagen der Bittler-Behörde eine Liste von 44 zugeführten Personen. 44 Festnahmen. Die Ordnungskräfte gehen zum Teil mit äußerster Brutalität vor und achten sorgsam darauf, dass kein Foto von diesen Übergriffen existiert. Dass, wenn ich dort vor Ort Phobos fotografiere, dass ich dann letztendlich bei der Polizei landen kann, war klar. Das hatte ich auch schon öfter, das war nichts Neues. Aber es ist eben auch oft gut gegangen. Also versuchen lohnt sich immer. Es war nun dummerweise auch schon so dunkel, dass man mit Blitz fotografieren musste. Also damit auch relativ auffällig fotografieren musste. Und dann ist es halt gekommen, wie es kommen musste. Irgendwann war ich dann auf dem Polizeilaster. Gegen 20.40 Uhr steht Udo Lindenberg endlich auf der Bühne. Annähernd 4200 FDJler, Parteikader und Nachwuchsfunktionäre sitzen im Saal. Für die Musiker aus dem Westen ein ungewohnter, ja irritierender Anblick. Naja, es kommt, manchmal kam sogar hier und das Gefühl auf, nicht manchmal, sondern einmal ganz konkret, nämlich dann, als man auf die Bühne gehen sieht, die ganzen Blauhemden und stellt auf einmal fest, Momentchen, ich glaube, man wird hier benutzt. Es war nichts anderes. Also es, muss man doch ganz ehrlich sagen, wir sind da benutzt worden. Ich habe damals gedacht, es ist besser, ich komme mit denen ins Gespräch. Wenn die Tour dann auch noch läuft, das war ja alles Bedingung. Fernsehen war ja auch Bedingung, war ja keine Selbstverständlichkeit, dass sie an so einem Abend Fernsehen, ganze DDR und so, weißt du, ne? Und mich da sprechen lassen, ne? Also unzensiert. Okay, wir sind Rocker und stehen nicht auf Gewalt. Bon. Insgesamt 4 Lieder spielt Lindenberg an diesem Abend. Das DDR-Fernsehen strahlt die Veranstaltung unzensiert aus. Bereits im Vorfeld dieses Auftritts soll Udo von FDJ-Seite nahegelegt worden sein, den Sonderzug nach Pankow nicht zu spielen. Um die spätere Tournee durch die DDR nicht zu gefährden, verzichtet Lindenberg tatsächlich auf dieses Lied.
Er war sich sehr bewusst der Rolle, die er spielt und die Wirkung, die es haben wird, international. Also er ist ja da nicht alleine, sondern er ist unter Beobachtung und mehr als sonst. Und das war ihm völlig klar, da war er sehr bewusst. Er ist da ganz deutlich und konzentriert, auch mit dem Text. Der Text war überraschend politisch, ja, den er da geschrieben hatte. Und sehr fein seziliert, was also die diplomatische Sprache angeht. Und er hatte ein sehr feines Gespür dafür entwickelt, was kann ich in der DDR sagen, was kann ich nicht sagen. Also das wusste er schon sehr genau. Wir finden das total spitzenspitze, dass wir hier sind und dass wir, wie sonst in der Bundesrepublik, jetzt auch hier in der DDR uns an einer Friedensveranstaltung beteiligen können, um auch hier unseren Standpunkt zu vertreten und zu bekräftigen. Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Dieser Aussage können sich auch die FDJ-Funktionäre vorbehaltlos anschließen. Entsprechend freundlich ist der Beifall. Dann aber folgt ein Satz, mit dem Lindenberg ganz bewusst ein DDR-Tabu bricht. Wird mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20. Öffentlich auch die Abschaffung der sowjetischen SS-20-Raketen zu fordern, das hatte in der DDR bisher niemand gewagt. Naja, Udo hatte natürlich die Befürchtung, dass er vereinnahmt wurde. Ja, bei dieser offiziellen Veranstaltung mit Blauhemden und ja doch einem ziemlich auserwählten Publikum, da reagiert er natürlich immer sehr vorsichtig und legt immer Wert darauf, dass er in erster Linie für die Fans da ist und dass es für ihn kein Problem ist, in so einer Friedensveranstaltung mitzuwirken. Aber eigentlich ist er ein Rocker und er will für seine Fans in der DDR singen. Und das war der Punkt, also da hat er mal drauf bestanden. Also liebe Leute hier in der Halle und liebe Leute zu Hause, wir kommen bald mit dem großen Programm mit Panikorchester in die DDR und werden uns da für Frieden weiterhin einsetzen und einfach hier richtig tolle Konzerte machen. Und das Panikorchester und ich, wir sind also sehr, sehr erfreut darüber. Ein lang ersehnter Wunsch ist jetzt endlich klar. Unterdessen wächst die Zahl der Fans vor dem Palast der Republik unaufhörlich. Wer Pech hat, gerät in die Fänge der Stadtsicherheit. Ich erinnere mich noch sehr deutlich, dass eine Gruppe, wo ich mit dabei war, in einen Raum geführt wurde, der komplett gefliest war, inklusive Fußboden. Es gab Abläufe im Fußboden und an der Wand hingen Wasserschläuche. Und dieser Ort sah irgendwie bedrohlich aus. Da hat man sich schon überlegt, warum ist der so baulich gestrickt? Und es wurde dann auch relativ schnell klar, warum das so war, weil ich habe an dem Abend und in diesem Raum zum Beispiel gewalttätige Szenen erlebt, die ziemlich übel waren. Sachen, die ich auch diesem System bis dahin nicht zugetraut hatte. In der Zuführungsakte der Stadtsicherheit ist auch Nikolaus Beckers Fall genau dokumentiert. Fotografierte mit Blitzlicht am Palast der Republik anwesende Personen und eingesetzte Sicherheitskräfte. Behauptet, nur für den persönlichen Bedarf fotografiert zu haben. Weiterhin heißt es unter dem Punkt Maßnahme lapidar: Belehrung, Filmeinziehung, entlassen. Ich habe in der Nacht hautnah Szenen miterlebt, wie Leute zu Boden geknüppelt wurden, bis sie geblutet haben, sich nicht mehr bewegt haben, wie in büschelweise Haare ausgerissen wurden und ähnliches. Und wenn man das hautnah miterlebt, hinterlässt das natürlich Spuren in einem. Also ich hatte zum Beispiel keinerlei Ahnung von irgendwelchen Einsatzplänen oder was da sozusagen im Einzelnen von dem Ministerium für Staatssicherheit geplant gewesen ist. Das haben die auch nicht gesagt, also mir zumindest nicht gesagt. Sondern die haben sozusagen ihre Maßnahmen getroffen, haben so reagiert, wie sie das sich vorgestellt haben. Und wir haben versucht sozusagen die Inhalte auf die Bühne zu stellen, was unsere Kulturtruppe eben ja auch gemacht hat. Das war einfach ein Unding. Wieso wurden Menschen verhaftet, nur weil sie zu jemand wollten, den nun der Staat eingeladen hatte? Und es war ihnen nicht möglich, am Abend dann in dieses Konzert zu gehen. Wir wissen ja heute, wir wussten es in dem Augenblick nicht, dass das Publikum ganz und gar ausgewählt worden war. Nur wirkliche FDJ-Mitglieder, nicht also die Fans, die die Basis von Lindenberg stellten und sehr wahrscheinlich saß
im Zuschauerraum Angela Merkel als FDJ-Vorsitzende einer Sektion der Akademie der Wissenschaften. Ich nehme das einfach mal an. Herr Krenz, war Ihnen klar, dass der ganze Auftritt von vorne bis hinten minutiös von der Staatssicherheit überwacht wurde? Ist Ihnen klar, ob jede Sendung des bundesdeutschen Fernsehens vom Verfassungsschutz überwacht wird? Ich weiß es nicht. Sie sollten als Chef der FDJ wissen, ob diese Veranstaltung von der Staatssicherheit überwacht wurde oder nicht. Wissen Sie, die Staatssicherheit wird heute ganz anders behandelt, als sie tatsächlich war. Ich war damals schon Kandidat des Politbüros und insofern hatte die Staatssicherheit mit meinen Aktivitäten überhaupt nichts zu tun. Warum denn wurde die ganze Veranstaltung, wie heute nachzulesen ist, von der Staatssicherheit beobachtet? Nein, das war, die Staatssicherheit war verantwortlich für die Sicherheit des Staates und wenn es dort etwas gab, dann war das ihre Angelegenheit. Das ist doch kein Makel. Es ist doch auch kein Makel, wenn Sicherheitsorgane der Bundesrepublik Deutschland heute bei bestimmten Veranstaltungen da sind. Warum wurden die Fans, die draußen, angeblich die wahren Udo Lindenberg-Fans, dann zum Teil abgeführt? Das wissen Sie mehr als ich. Weiß ich nicht. Wissen Sie mehr als ich. Ich war selber draußen mit dem Kamerateam. Ich war damals Tonmann des Kamerateams. Und habe mit ansehen müssen, wie man unsere Kameras beiseite gerissen hat oder unsere Kamera. Wir durften nicht mehr weiterdrehen. Und einige wurden abgeführt da draußen. Ich war selber Zeitzeuge dieser Situation. Ja, ich tut mir leid. Ich habe nach der Veranstaltung das Ganze aus dem Fenster des Palastes der Republik beobachtet. Ich kann Ihre Beobachtung nicht bestätigen. Sehen Sie, Sie müssen, ich war nicht Pförtner, ne? Ich war der erste Sekretär des Zentralrats der FDJ. Und habe mich deshalb auch mit Udo Lindenberg beschäftigt. Wir haben ja nach der Veranstaltung eine Zusammenkunft gehabt mit den Leuten, die da gewesen sind, also mit den Künstlern. Belafonte war da. Wie werten Sie das heute, dass einige der Udo Lindenberg-Fans, die draußen vor der Halle standen, abgeführt wurden? Ich kann das nicht bestätigen, ich weiß es nicht. Ich fragte, wie werten Sie das? Ich weiß nur, ach Mensch, lassen Sie mich mal mit solchem Quatsch in Ruhe. Was? Ich habe da drin in der Halle genug zu tun gehabt. Wenn es dort Leute gegeben hat, dann weiß ich ja nicht, dann muss ich zuerst fragen, warum wurden die abgeführt? Weiß ich doch nicht. Meinen Sie, ein Politiker der Bundesrepublik Deutschland weiß, warum beim Gipfel in sonst wo Leute abgeführt werden? Also ich werde immer mit Fragen konfrontiert, die ich gar nicht wissen kann, weil sie in dem Moment gar nicht zu meiner Aufgabe gehört haben. Bis dahin hatte ich noch irgendwie einen Rest von Vorstellung, dass der Sozialismus vielleicht doch noch irgendwie ein erträgliches System sein könnte, ein menschliches Antlitz haben könnte und dass man, wenn man es ausreichend verbessert, damit noch irgendwie umgehen kann und das noch irgendwie zu einem guten System umgestrickt kriegt. Und in der Nacht habe ich eigentlich die letzten Ideen dahingehend verloren. Ich habe gesehen, das sind Verbrecher, die sind brutal und das ist kein System, was man irgendwie durch Reformen oder so noch gerade gezogen kriegt. Das ist einfach eine brutale Diktatur. Nach 3,5 Stunden ist die FDJ-Veranstaltung so gut wie vorbei. Noch einmal stehen alle Musiker des Abends auf der Bühne und singen die Hymne der amerikanischen Friedensbewegung. Diesmal meidet Udo Lindenberg das Rampenlicht und wählt den Platz hinter dem Schlagzeug. Ich habe ihn beobachtet. Und ich kann nur sagen, er war in diesem Moment der einsamste Schlagzeuger der Welt. Denn er hat dieser ganzen hektischen Umarmung und Brüderlichkeit und so weiter nicht getraut. Ich habe dann da eine Runde getrommelt und habe da sowieso mein eigenes Ding da gemacht. Der Auftritt war ja, und das größte Erlebnis war für mich eigentlich mehr die Begegnung mit den Leuten da draußen vor dem Palast der Republik und weniger das da onstage, ne? Udo glaubt an diesem Tag,
an diesem 25. Oktober 1983 fest an die ihm zugesagte DDR-Tournee. Er ahnt nicht, dass nur 4 Monate später die Genossen ihr Wort brechen werden. Das Sicherheitsrisiko eines unberechenbaren Lindenbergs erscheint ihnen dann doch zu hoch. Überbringer dieser Nachricht ist ausgerechnet jener FDJ-Funktionär, mit dem Lindenberg die intensivsten, ja fast freundschaftlichen Kontakte pflegte, Reinhard Heinemann. Also warum letzten Endes die Tournee abgesagt wurde, ganz genau weiß ich das nicht, weil das ist auf der höchsten Führungsebene entschieden worden und ich gehörte nicht dazu. Also ich denke mal, das ist zwischen Erich Mielke, Erich Honecker und Egon Krenz vielleicht beschlossen worden, beredet worden. Und welche Argumente dort hin und her, das weiß ich nicht, ich kann es nur ahnen. Fakt ist, eines Tages, ich saß in meinem Festivalbüro, kam ein großes schwarzes Auto vorgefahren. Ich wurde aufgefordert, also in dieses Auto einzusteigen. Und ich wurde zu dem Nachfolger von Egon Krenz gefahren, Eberhard Aurich. Und mir wurde ein Schreiben vorgelegt, ich sollte das unterschreiben. Das war mit dem Briefkopf des Festivalbüros die Absage an die Tournee. Das war natürlich ein Problem für mich, weil ich wollte eigentlich die Tournee, ich hatte sie auch versprochen. Letzten Endes, ich habe es unterschrieben, aber das beschäftigt mich bis heute. Reinhard Heinemann und Udo Lindenberg sind sich nie wieder begegnet. Erst 7 Jahre später, nach dem Fall der Mauer, steht Lindenberg wieder auf einer Bühne der DDR. Und diesmal singt er den Sonderzug nach Pankow. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug aus Pankow? Wir müssen mal eben dahin. 9 Monate später ist Deutschland wieder vereint. Ich muss da was klären mit eurem Oberindianer. Ich bin ein Jodeltalent. Wenn ich heute im Osten spiele, ist es so immer noch so eine Art Liebeserklärung zwischen Publikum und uns und uns an das Publikum. Und es ist sehr emotional, es ist sehr herzlich. Die Lieder sind wie Filme, die noch einmal vorbeiziehen. Mädchen aus Berlin, Rock'n'Roll Arena in Jena, die Sehnsüchte. Ja. Es ist sehr emotional, es gibt viele Tränen, viele nasse Augen. Ja. Also wir spielen da richtig gerne, ja? Es gibt Stimmen, die sagen, dass auch Udo mit seinen Songs einen kleinen Teil zum Fall der Mauer beigetragen hat. Wer weiß, sicher ist, seine Lieder haben lange vor dem Ende der DDR die Herzen und Gefühle der Menschen auf beiden Seiten der Mauer miteinander vereint. Das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR. Und schändlich werden es mehr.